Das Erdöl. Ohne jeden Zweifel ist Erdöl der wichtigste Brennstoff in der Industriegesellschaft dieses Jahrhunderts. Es wurde schon vor etwa 5000 Jahren im alten Mesopotamien verwendet, in Form von Bitumen als Mörtel beim Bau. Seine überragende Bedeutung als Beleuchtungsquelle führte dazu, dass es seit 1850 industriell gefördert wurde. Heute stammt über die Hälfte der Energie, die die Menschheit erzeugt, aus dem Erdöl. Dieser fossile Brennstoff liefert uns eine Menge von Produkten. Viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind, wie Benzin, unterschiedliche Plastikerzeugnisse, die für unsere Gesellschaft so typisch sind, und sogar Schuhcreme werden aus Erdöl gemacht. Doch wir stehen vor dem Problem, dass seine Reserven nicht unbegrenzt sind und unser Bedarf immer weiter wächst. Würden alle unsere Erdölquellen auf einmal versiegen, dann sähe die Welt sehr merkwürdig aus. Ein weiteres Problem ist, dass der Einsatz dieses Brennstoffs die Atmosphäre verschmutzt. Entstehung und Zusammensetzung von Erdöl. Erdöl ist eine schwarze, ölige Flüssigkeit, die leichter als Wasser ist. Es setzt sich im Wesentlichen aus Wasserstoff und Kohlenstoff zusammen. Erdöl ist durch die Ansammlung von ungeheuren Mengen Plankton, Meerespflanzen und anderen Kleinstlebewesen entstanden. Das Plankton besteht aus winzigen Tieren und pflanzlichen Organismen, die im Wasser treiben und sofort absterben, wenn sich ihre Umwelt auch nur im geringsten ändert. Dann sinken sie auf den Meeresgrund. Ihre organischen Überreste werden nach und nach von Schlamm und Lehm bedeckt. Das Gewicht der verschiedenen Schichten nimmt immer mehr zu und dies erhöht sowohl den Druck als auch die Temperatur. Bakterien zersetzen die organische Materie im Laufe von Millionen Jahren, bis sie in Erdöl und Naturgas umgewandelt ist. Rohöl hat keine hohe Dichte und sammelt sich in Schichten an, wo geringer Druck herrscht. Wenn es auf undurchdringliches Gestein stößt, bilden sich Lagerstätten. Die besonderen unterirdischen Gebilde, in denen sich das Erdöl sammelt, heißen Trapp. Es gibt davon verschiedene Arten und zusammen bilden sie ein Ölfeld. Erdöl hat sich gewöhnlich zusammen mit Gas und Salzwasser abgelagert. Das Gas, das sich teilweise aus dem Erdöl gelöst hat, erzeugt einen hohen Druck. Aus diesem Grund schießt das Erdöl wie ein Geysir aus dem Boden, wenn der Bohrer in Aktion tritt. Die Förderung von Rohöl. Anfangs hat man nur Erdöllager angebohrt, die nahe der Oberfläche lagen. Doch mit der Zahl der Fahrzeuge, die Öl brauchten, wuchs auch die Notwendigkeit, tiefer gelegene Ölfelder zu erschließen. Eine Erschließungsmethode besteht darin, unterirdische Explosionen auszulösen. Die Entdeckung eines neuen Lagers hängt davon ab, wie die Schockwellen der Explosionen die verschiedenen Schichten der Erdkruste durchdringen. Auch Abweichungen in Magnetfeldern lassen auf Erdölvorkommen schließen.
Die ersten Bohrungen waren trocken. Das bedeutet, dass die Bohröffnung nicht mehr eingedämmt werden konnte. Heute setzt man im Allgemeinen Rotationsbohrer ein, die in einer besonderen schlammartigen Flüssigkeit gelagert sind. Je tiefer das Rohrgestänge vordringt, desto mehr Flüssigkeit füllt den freien Raum und verhindert somit einen Verlust an Rohöl durch unterschiedlichen Druck. Der eigentliche Bohrer sitzt am Ende einer Reihe von Stahlrohren, durch die Schlamm gepumpt wird. Wenn sich der Bohrer abwärts dreht, wird das von der Welle abgeriebene Material mit dem gleichen Schlamm nach oben befördert. Dort untersuchen Geologen die verschiedenen Schichten, die der Bohrer durchdrungen hat. Wenn ein Ölbohrer das Gestänge versenkt hat, wird die Welle vollständig abgedichtet, um einen Austritt von Öl zu verhindern. Um Ölfelder im Meer auszubeuten, hat man gewaltige Plattformen auf hoher See errichtet. Diese Bohrinseln müssen den widrigsten Wetterverhältnissen standhalten. Wenn das Erdöl nach oben gepumpt ist, wird es weitertransportiert. Das billigste Transportmittel von der Bohrstelle zu den Raffinerien sind Pipelines. Soll das Rohöl verschifft werden, setzt man riesige Tanker ein. Sie können mehrere 100.000 Tonnen Fracht an Bord nehmen. Auch wenn ein 300.000 Tonnen Tanker selbst 160 Tonnen Treibstoff am Tag verbraucht, ist diese Transportmethode immer noch ziemlich billig. Das Hauptproblem dieser Riesen besteht darin, dass schon das geringste Leck für einen Ölteppich sorgen kann, der katastrophale Folgen für das Meeresleben hat. Erdölraffinerien. Erdöl wird in Raffinerien verarbeitet, chemische Laboratorien von gigantischem Ausmaß. Hier finden die Destillation und weitere komplizierte Reaktionen statt. Dieses Fraktionieren, wie man es nennt, bedeutet, dass das Erdöl in seine verschiedenen Bestandteile zerlegt wird. Da diese Substanzen verschiedene Siedepunkte haben, können sie durch Destillation voneinander getrennt werden. Auf diese Weise erhalten wir eine ganze Reihe verschiedener Produkte wie Asphalt für unsere Straßen, Dieseltreibstoff für Schiffe, Paraffin, Schwefelöl, Kerosin, Benzin, Gas für den Hausgebrauch und vieles mehr. Doch das Problem bei diesen Brennstoffen liegt darin, dass sie sehr umweltschädlich sind. Viele chemische Düngemittel, die wir in der Landwirtschaft verwenden, werden aus Erdöl gewonnen. Auch ein Großteil unserer Kleidung wird auf der Grundlage von Öl hergestellt. Paraffin ist ein Erdölprodukt, das die kosmetische Industrie in großem Umfang verarbeitet. Und schließlich liefert uns Erdöl den Stoff, der für unsere moderne Gesellschaft so typisch ist: Kunststoff. Zusammenfassung. Erdöl ist heute die Hauptenergiequelle des Menschen. Dieser fossile Stoff liefert uns viele Produkte. Erdöl ist auf dem Meeresboden entstanden. Pflanzen und Tiere, aus denen das Plankton besteht, haben für die Grundlage gesorgt.
Billionen dieser mikroskopisch kleinen Lebewesen sind nach ihrem Absterben auf den Meeresgrund gesunken, wo sie von Schichten aus Schlamm und Lehm bedeckt wurden. Der Druck, den diese Schichten erzeugt haben, hat zusammen mit der Zersetzung durch Bakterien schließlich das Erdöl gebildet. Erdöl sucht sich Wege, bis es auf undurchdringliches Gestein trifft und dort Lagerstätten bildet. Es kann an der Oberfläche lagern, doch im Allgemeinen findet es sich in tieferen Bereichen und man braucht eine hochentwickelte Technik, um fündig zu werden. In der heutigen Zeit verwendet man die Technik der Rotationsbohrung. Der Bohrer bildet den Kopf des Bohrgestänges und sitzt am Ende einer Reihe von Rohren, die mit Schlamm gefüllt sind. Der überwiegende Teil des Rohöls wird über Pipelines zu den Raffinerien transportiert. Doch man setzt auch riesige Tanker ein, die Hunderttausende von Tonnen befördern können. Erdöl liefert uns Treibstoffe und viele andere Produkte. Einige Erzeugnisse aus Erdöl sind zu einem Symbol für unsere Gegenwart geworden.